Hey Leute, willkommen zur nächsten Folge von Vault Hunters. Und die Kollegen waren ein bisschen fleißig. Unser Höchstlevel ist schon 47, da geht's ab. Wir gucken auch mal, dass wir da losgehen. Das Wochenende ist vorbei. Ich kann wieder ein bisschen besser reden. Stimme ist wieder da. Ein paar dicke Räusperer müssen zwischenzeitlich nochmal raus. Aber ja, mal gucken, wie es weitergeht. Ich habe jetzt hier endlich die giftige Kartoffel gekriegt. Mit Glück habe ich das so in diesem kleinen Feld abgebaut gehabt, nachdem es einmal gewachsen ist. Weizen logischerweise auch. Wir drücken mal hier den Button und holen uns mal den nächsten Crystal. Kann ich pennen? Na, müssen zwei Leute schlafen. Vielleicht beziehe ich einfach eine Ward, dann bin ich weg. Okay, das Ding ist Level 11. Ich denke mal, ich habe das Wichtigste dabei. Wir ziehen uns wieder was zu essen. Und dann geht es in die nächste Vault wieder rein, oder? Equipment passt. Wir werden das wahrscheinlich schnell wieder ergänzen. Drei Sharker-Boxen sind drin. Tja. Dann gucken wir mal, oder? Ob wir da reingehen können. Habe ich irgendwas verpasst? Ich glaube nicht. Vielleicht nochmal Questbuch. Gab es da irgendwas? Oh, hier gab es ein neues Zeug. Looting in Vaults ist fun. Und es gibt jede Menge spannende Dinge zu finden. Gear Stats wie Item Quantity erhöht die Menge des Lootes, was man finden kann. Rarity macht es seltener. Mobs will die Soul Shards. What can be used to purchase rare items on Black Market und so weiter und so fort. Das kann alles ziemlich overwhelming sind. Oh, was ist hier los? Zombie, ach man, lass mich doch mal lösen. Lass mich mal questen hier. Gibt's doch nicht. Kann ich im Bett? Ne, im Bett kann ich keinen Hotkey drücken, ne? Hier, geh mal ganz kurz rein. Das sollen wir vielleicht nochmal durchlesen. Looting, so. Kann alles ja überwältigend sein. Blablabla, die Stars. Ja, komm schon, da war doch gerade einer. Komm. Schnapp. Ich hab's sofort reingelegt, als der andere raus drin war. Oder auch nicht. Was ist denn hier los? Quest. Meine Güte. Ja, da sollten wir vielleicht mal ganz kurz durchgehen. Man kann halt Pouches machen, um Items zu looten und sowas. Ne? Das ist eine neue Mod, die braucht man, glaube ich. So, ein Pouch ist viel, viel besserer und zuverlässiger Weg, das Loot zu sammeln. Der erste Pouch geht auf uns, aber wir sollten mehr craften, je weiter wir kommen. Später kann man auch Backpacks noch machen. Pouches können mit Upgrade-Cards verbessert werden, damit sie mehr Loot tragen, automatisch Loot aufsammeln, wenn man die Kisten bricht, überschüssiges Loot vernichten und mich sogar füttern. Die können auch konfiguriert werden mit einem Filter oder leer gelassen werden, damit sämtliche Items reinpassen. So. Um das einzustellen, müssen wir die Pouch öffnen, durch die Backpack-Settings durchgehen. Und Slot Memory Settings Tab, da findet man dazu. Ich muss dann gleich mal gucken, ob wir das irgendwo finden. So, übrigens, ich glaube, jetzt kann man auch Quests nicht nur nach Reihenfolge auswählen. Das war anders. Es gab ein Update, by the way, noch, ne? So, completing this quest. Ich krieg zwei Basic Upgrades, wenn ich das vervollständige, die ich alle in den Pickup, in den Pouch reinmachen kann. Das Pickup Upgrade und das Void Upgrade. Soul Shards, die gedroppt werden. Tut man besser in einen extra Pouch rein. Dafür können aber auch unendlich viele rein, wenn man die macht. So, Craft a Shard Pouch. Und dann würde ich auch hier nochmal was kriegen. Also, vielleicht kann ich das erst nochmal schauen. Shard Pouch. Das ist der hier. Da brauche ich halt Purple Wool, Gold Nugget, einen Faden und Enderperle. Naja, also das Einzige, was fehlt, ist halt dann die Wolle, ne? Vielleicht soll ich das erst nochmal abchecken, bevor wir weitergehen. Das war die Pouch-Quest. Dann Bounty Hunting. Craft a Bounty Table, den soll ich auch nochmal machen. Und hier eine Tool Station. Acquire a Tool Station. Okay, Leute, 10 Minuten später, ich hab's aber hingekriegt. Der Shard Pouch ist da, den muss ich nur im Inventar halten. Und dann gehen die da direkt rein, ja? Und die sind an Limit, da kann ich mal stackweise dann rausnehmen oder so. Das heißt aber, wir haben die Quest erfüllt. Und wenn wir jetzt hier auf Quests gehen, kann ich mal claimen, dann kriege ich so einen anderen Pouch. Jetzt habe ich hier so einen Pouch gekriegt. Das ist eigentlich, also hier ist ein Backpack halt, ne? Und da gibt es Pickaxe-Upgrades und Void-Upgrades. Aber ich weiß nicht, ob ich den nutzen soll, weil das ist jetzt nicht so viel. Das ist auch nur eine Shulker-Box, ne? Bringt die viel? Kann ich die irgendwie hier so? Na, ich könnte hier einen Rücken noch reinpacken. Mal gucken, also ich lasse es mal angezogen, nur weil es jetzt keinen Platz wegnimmt. Ne? Der Magnet, der saugt ja auch noch mal ein. Hätten wir das abgehakt, dann gucke ich mal das nächste an, was zu craften ist. Na, hier.
Leider falsch gesetzt. Ich mache jetzt hier aber um die Kurve rum, so zack. Ach Gott, ne, ja, das ist jetzt natürlich wieder Mist, ne. Guck mal, der hat es jetzt einfach komplett eingesammelt. Was er natürlich auch nicht einsammeln soll. Der saugt jetzt alles auf, was nur irgendwie geht. Da weiß ich nicht, ob das ein bisschen nerviger ist, als ich eigentlich will. Leute, die Pouch ist ja lieb und nett, aber ich lasse die erstmal hier. Gehen wir mal weiter zur nächsten Quest. Wir brauchen jetzt Bounty Table. Bounty. Werde jetzt auch immer. Bounty Table. Da brauchen wir natürlich wieder viel von dem Zeug. Das würde ich sogar hinkriegen zu craften. Wieder zwei Strings. Ja, die klauen wieder bei den Nachbarn, denke ich mal. Ich müsste mal nach unten in die Tiefe buddeln. Also hier kostet jetzt wieder die Chromatic Iron. Ich habe davon noch ein bisschen was, aber auch nur von der Questbelohnung. Ich habe noch nie selbst welches gelootet und das wird ziemlich... Das wird uns ausgehen, das ist leider ein Problem. Das heißt, da buddel ich trotzdem nochmal unten weiter in die Tiefe, bevor ich irgendwas anders mache. Und eine Toolstation, die kann ich mir auch mal oben an die Seite anpinnen, damit wir da hinkommen. Und das geht aber, die Toolstation, die wir hier ruckzuck hinkriegen. Moin. Moin. Ich hätte noch zwei Level 13er Kristalle, also wenn du Bock hast, die mitzulaufen, könntest du mir einfach Bescheid sagen. Wenn du die jetzt machen willst, Abfahrt. Ja, dann Abfahrt. Also, ich hätte ansonsten noch so bei Quest gehabt, aber ich habe jetzt diesen Pouch gemacht, diesen Soul Pouch. Die anderen, diese Toolstations sind jetzt nicht so wichtig, die können auch warten, aber wenn ich jetzt gerade mal. Die Toolstations, ja, pass auf, die Toolstations kannst du hier von Blizzard einfach einmal abbauen und wieder hinsetzen, weil da steht eigentlich alles soweit. Gut, jetzt ist die Frage, was ist die Toolstation? Die Toolstation ist die ganz rechts. Du kannst mit. Wenn du die 1 auf dem Numpad drückst, kannst du dieses What am I looking at, kannst du dann anmachen, dass das oben steht. Das ist ganz hilfreich. Ah, jetzt habe ich es. Okay. So, Moment. Ich habe wieder mal Voice Mode frischgestellt jetzt und ich habe 3D-Sound. Ich muss mal gucken, ob ich in den Settings das umstelle, weil du kommst jetzt immer wieder von rechts, von links, von oben, von unten. Moment. Wenn wir in eine Gruppe gehen, hat sich das Problem eh gelöst. Das Ding habe ich. Ach. Ja, einfach 3D-Audio auf aufstellen. So, jetzt passt. Also, jetzt müsste gehen. Okay, ja, nö, also wenn du irgendwie aufmachen willst, brauchen wir dafür eine Party, ne? Sonst kann ich ja nicht rein. Jo, genau. Party. So. Dann schnapp ich die Teile gerade mal. Ja, 13er Volt. Ich bin bereit. Zu jeder Zeit. Was wirft ein Rummel hier? Eine Freifahrt, wer will nochmal? Oh, was ist das jetzt? Ein neues Objective oben, das kenne ich noch gar nicht. Ja, ich glaube, das ist was mit den Feuern. Feuerentzünden. Das sind immer so Teile, da steht eine Schrift drüber, da machst du einfach einen Rechtsklick drüber. Aber guck dir erst an, was drüber steht, weil das können auch so Sachen sind wie: hey, du hast eine Minute weniger Zeit in diesem Vault oder hey, du hast ein Leben weniger. Okay, also steht Text drüber und ich muss die aktivieren. Aber, also, ne, pass auf, ich muss die aktivieren und die haben auch teilweise negative Effekte. Mhm. Aber wir müssen irgendwie 5 trotzdem machen davon. Genau, ja. Und zwar jeder muss 5 machen von uns. Nee, ich glaube, das zählt tatsächlich zusammen, wenn ich das richtig im Blick habe. Das hört sich an wie Easy Mode für mich. Ja. normalerweise, also was das Sinn macht, renn einfach durch, mach die 5 Teile an und loote gemütlich danach. Und wichtig, du musst zum Ausgang zurück, um rauszukommen. Also du hast nicht wie in dem Elixier Vault diese lila Teile, die du rechtsklicken kannst. Ah ja, okay, gut. Das ist für mich jetzt erstmal, wo ich ein anderes Objective um habe. Mhm. Ja, dann Ausgang immer, okay. Ja, let's go. Gehen wir los. Ja, gucken wir einfach mal, ne? Oder soll ich erst wieder bis zum Rand durchgehen? Hier ist einmal Strength, plus 1 Strength. Ja, plus 1 Strength, her damit. Und dann Ruhe looten. Lohnt sich jetzt hier überhaupt die Kisten noch? Oder ist das trotzdem ein Fall von, ey, wir looten alles irgendwie mit, was nur geht? Ja, bondet ist er trotzdem hier. Absorptionsherzen. Oh, das war ein Boss. Ich glaube, das war ein Boss. Ich habe gerade einen Boss vernichtet. Da, der hat hier Unidentified Focus gedroppt. Und da haben wir noch ein Rapid Mobs und Generous. Item Quantity und Mob Speed. Wollen wir das nehmen? Die Mobs laufen dadurch schneller, aber ist das geil? Generous? Gibt's mehr Loot, oder? Item Quantity und Mob Speed geht noch hoch. Nehmen wir? Dann laufen die ein bisschen schneller, aber who cares? Rein da? Hey, ich mach das jetzt. Ja. Swift, Speed, her damit. So, aber nach 17 Minuten, nach 7 Minuten habe ich jetzt hier
das Objective durch. Das heißt, wir können uns echt Zeit lassen. Lohnt sich das Gilded für irgendwas? Oh, vielleicht brauchen wir das Gilded. Na, ach nee, Quatsch, da droppt jetzt Goldnagel draußen. Ja, was haben wir denn hier? Oh, Treasure Room. Treasure oder Hölle? Ja, ne, muss ich probieren, oder? Rag or Riches? Probieren wir's. Please? Oh Gott, Treasure Room, let's go! Was habe ich nicht? Genug Platz, um alle Schätze mitzunehmen. Kann ich die abbauen? Oh, ich kann die abbauen. Aber wenn was drin ist, kann ich nicht abbauen, oder? Wenn sie alle sind, dann kann ich sie mitnehmen. Ich mach das mal, damit ich hier nicht durcheinander komme. Treasure Room. Da ist ein Boss. Oh, der hat auch noch mal was Geiles gedroppt. Jetzt geht's aber ab. Immer her damit. Also von den Bossen können ruhig viele kommen. Kurz vor Schluss nochmal minus eine Minute drücken, damit der Twiler in Panik kommt. Nee, machen wir nicht. Hoi. Der kann ja noch bleiben, ist aber zu heiß. Deswegen, hoi. XP. Ich glaube, das ist das Höchste, was ich bisher je gekriegt habe. Ja, ne, der Shard-Pouch, der hat neues mir die ganzen Shards. Ich hätte da so ein bisschen was dabei für dich. Okay. Erstmal sowas, aber ich habe ja noch sowas gefunden. Das sieht sehr crazy aus. Wenn ich es jetzt noch einsammeln könnte, wäre es gut. Gib mir eine Sekunde. Oh, gut. Ja, ich habe halt noch keine Inventarsortierung und so, deswegen dumpe ich einfach mal alles, was ich jetzt habe, einfach hier wild rein. Mhm. Aber die sind jetzt nur für mein Level, weil es ein 13er Vault, weil gibt es nur 13 Items, oder wie? Genau, und ich hätte da noch was, und zwar Roll Omega. Chat hat gesagt, du würdest dich darüber vielleicht freuen. Roll Omega, das ist ein Schild. Also ich spiele eigentlich ohne Schilder, aber ich kann mal gucken, ich weiß nicht, was dabei rumkommt. Ja, guck's dir mal an. Wenn du ready bist für den Action Vault, sagst du einfach Bescheid, weil ein 13er Kristall hätte ich noch. Ja, ja, also ein paar Minuten. Ich will nur ganz kurz hier auf mein Leben klarkommen, sortieren, weil ich wieder komplett alles voll. Ich habe ja nicht so ein geiles Lagersystem, das ist das Problem. Oh, gut. Dann sag einfach Bescheid gleich. Ja, ja. Oder dann müssen richtig viel looten. Richtig viel zu looten. Ich glaube sogar so viel zu looten, dass das Inventar wieder komplett am Explodieren ist. Also ich habe jetzt hier ein paar Sachen gekriegt. Das meiste wahrscheinlich wieder unnötig. So, jetzt heißt erstmal Rowan. Vault Shield. Ich mache erstmal alle Common Gegenstände, ja. Und ich werde auch nicht warten, sondern wir klicken die mal durch. Ansonsten dauert das halt Ewigkeiten hier. Sag mal, sehe ich da einen Zauberstab? Ich sehe einen Zauberstab. Ist der irgendwie geil? Inferno Shield. Trap Disarm Chance. 16 Mana extra. Das ist ein Focus für die Offhand. Und jetzt den Helm hier. Nee, das sind Leggings. Ja, die ist besser, denke ich mal, ne? Healing Efficiency, Increased Attack Damage. Ja, ja, die neue ist auf jeden Fall besser als die alte. Wand für die Offhand, was macht das denn? Einfach nur Ability Power erhöhen. Ja, dann haben wir diesen Helm. Nee, das ist auch egal. Haben wir die Chestplate. Die ist auch egal. Jo. Nicht lange warten lassen. Ich glaube, ich bin durch. Ach, Eugut, ich war am Schnacken. Ich war schon mal hier ins Gespräch verdüselt gerade. Dann los, oder? Ja, genau, dann los. Oh, nice, es ist wieder ein Elixier-Vault. Perfekt. Okay, einfach wieder nur looten und stuff. Genau, looten und leveln. Ja. Sehr gut, ja, dann let's go. Höhe, der gute Dekomüll. Ja, nee, also vielleicht werden wir das langfristig so machen. Also wenn es wirklich nur decorative ist und wir damit gar nichts anfangen können, weg damit. Ganz ehrlich, ich fand das andere Vault aber irgendwie entspannter, außer man hier noch alles. Also das andere Vault fand ich irgendwie chilliger. Einfach nur diese fünf Teile da finden. Das ja, das Schild blockt automatisch. Das ist einfach automatisch am Blocken. Und ich denke die ganze Zeit, ich spiele nicht mit Schild. Warum soll ich mit Schild spielen? Ich klicke doch eh nicht rechtzeitig Rechtsklick. Das klickt aber von alleine Rechtsklick. Oh, ein Boss. Hilfe!
Hilfe, da war Killerboss. Also das heißt, da war, da ist Killerboss. Ich krieg die nicht. Ich krieg die nicht kaputt, Hilfe. Wie kann ich denn. Oh mein Gott! Ja. Ich bin hinweggekommen. Claim ich mein Huge Pile of Nothing. Da war einfach eine Killerschild. Die hat sich aber so schnell geheilt, habt ihr das gesehen? Die hat sich ultra schnell geheilt. Ich habe die gar nicht kaputt gekriegt. Gut, dann war das eben nichts, aber jetzt habe ich Zeit, mir mal so ein Knowledge Star zu craften. Kablingen. Und damit kann ich jetzt hingehen. Also erstmal Toolstation kann ich sogar hier mal abholen. Das ist fertig. Da kommen dann Wall Tools noch hin. Die kann ich mir machen. Können wir doch mal in Ruhe gucken. Aber ich würde sagen, wir holen jetzt erstmal diese Mod. Simple Storage. Research. Und dann kann ich hier jetzt Add Simple Storage mir so ein Ding craften, hoffentlich, ne? Oh Gott, da brauchen wir mal sonst was wieder. Also wir müssen mal auf Mining Tool gehen. Wir brauchen für alles dieses Chromatic Iron Ingots. Alle Rezepte sind geändert. Hier Perfect Larimar, das kriegen wir hin. Und das ist noch Chromatic Steel. Und das machen wir, indem ich noch Refined Carbon mache. Okay, okay, ich glaube, das haben wir alles. Aber was wir nicht haben, ist genug von dem Chromatic Stuff. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal auf Mining Tour und holen uns genug von diesem Chromatic Stuff. Okay, 44 Minuten später, ich habe endlich mein Lagersystem hingekriegt. Ich habe hier diesen Simple Storage Network, das Inventory gesetzt, dann einen Root Block dahinter und jetzt einfach nur mit den Kabeln hier rundherum gegangen. There we go. Ich kann jetzt einfach hier rein, ran, mir die Sachen holen, wenn ich die brauche. Und immer wenn ich jetzt was gedroppt kriege oder so, dann setze ich meine Schalkerboxen hin und kotze einfach alles hier rein. Das Einzige, was da jetzt noch ansteht, ist, ich müsste vielleicht da noch ein paar mehr Kisten nochmal irgendwie dazu platzieren, weil. Also ich habe noch ein paar Kabel übrig. Ich würde hier nochmal Kisten draufstapeln oder so. Und die dann anschließen. Hier ist halt sehr chillig, weil man dann. Oh nee, wait. Das verbindet sich immer nur in eine Richtung. Ich könnte das so machen, damit auch die Kisten jetzt angeschlossen sind. Ich dachte, wenn ich in die Ecke setze, schließe ich beide an. Aber nein, das ist nicht der Fall. Die könnte man nur mit einer Kiste sich verbinden. Okay. Dann, ja, wir können natürlich nochmal gucken, ob wir da ein Crafting-Interface haben oder sowas. Stack-Upgrade, Speed-Upgrade, vielleicht ein Crafting. Ne, also Crafting sehe ich jetzt nichts. Das muss einfach nur funktionieren, die Items sammeln. Ne? Da bin ich schon zufrieden. Das wird schon mal jede Menge Zeit ersparen. Dann hole ich nochmal ein bisschen mehr Holz. Und wir sehen zu, noch ein paar Kisten zu machen, die anderen Kabeln anzuschließen. Und dann läuft die Sache. Dann heißt, wir kümmern uns um den nächsten Vault Rock. Wurden die geupdatet? Das hat sich geändert. Ich muss sie jetzt nicht mehr craften. Diese Vault Rocks, die kriege ich jetzt direkt raus. Die Chipped Vault Rocks, die gibt es nicht mehr, die man mit Chromatic Iron zusammen craften muss. Ich wusste, ich habe einen Stack, aber der ist verschwunden, weil es das nicht mehr gibt. Jetzt muss ich hier hingehen halt, ne, und die Vault Rocks, die man da droppt, einfach direkt hier reinlegen. So. Jetzt sind wir wieder dran an unserem nächsten. Oh, ich aus Reflex gucke ich da mal noch rein. Jetzt sind wir dran am nächsten Sammelsurium. Habe ich Carrots? Nö. Habe ich Lapis? Ja, Lapis hätten wir noch. Aber ich muss jetzt mal ganz kurz hingehen und den Magneten mal raustun, Alter. Complete. Tja, Gunpowder habe ich irgendwo. 3 Stück. Ich brauche aber 4. Und dann hier hinten noch ein Concrete. Oder nee, ein Terracotta ist das, ne? Hätte ich sogar noch welche. 6 Stück. Die gibt es ja hier. 1, 2. Sehr gut. Jetzt fehlt da noch ein Gunpowder und 7 Carrots. Potatoes habe ich ja schon. Karotten habe ich gar keine. Das heißt, wir gehen mal ein bisschen auf Pillage-Tour. Vielleicht finden wir irgendwo Carrots und den ganzen Rest und dann haben wir wieder einen Vault Rock. There we go. Beginner's Grace. Ich will es hoffen. Oh, ich habe jetzt aber auch ein neues Objective. Muss die 5 Dinger finden. Item Rarity. Nehmen wir. Ah, ich höre die ganze Zeit jetzt hier Bling. Kommt hier jetzt alle her? Ich habe gerade den Kaktus-Damage geblockt. Ui, alles blinkt. Ey, die Rarity ist ja richtig crazy drauf. Also mal. Chunky Mobs, aber auch Swift. Was heißt denn Chunky Mobs? Die haben mehr Leben und aber dafür ein Speed. Lohnt sich das? Ich mach's. Was haben wir denn da? Chunky Mobs, aber schon wieder Swift. Naja, mehr Leben will ich jetzt aber nicht geben, oder? Die sind ja gut auch, so gut wie in jedem Raum sind die auch drin hier. Strength nehme ich. Dann gleiche ich damit die mehr HP von den Mobs aus.
Oh, wir haben wieder so einen Raum hier. Oh. Ja, hier sind ordentlich gilde Chests wieder drin, ne? Nehmen wir die alle mit? Energized und shortened, eine Minute weniger. Ja, komm. Slowed generous. Ja, das reicht. Den können wir machen. Ich bin etwas verlangsamt. Bin ja vorhin verschnellert worden, jetzt wieder verlangsamt worden. Loot in der Vault ändert sich im Level, okay. Dann bin ich aber jetzt noch im Level, was eher uninteressant ist. Einfach, also. Finde ich gerade super unspektakulär. Vor allem die Gilde-Chests und so, das ist super öde. Ich krieg kaum Equipment-Teile und so, eher nur selten. Exit. Wichtig ist, wir haben es geschafft. 20.000 XP, das war gut. Das war einfach gut. Ich habe gut Gilde-Chests noch sogar noch gesammelt. 50 Gilde-Chests. Ach, ja, genau, wegen dem Ding da. So. Guck mal, auch viele Mobs im Vergleich. Ich habe früher nicht so viele Mobs gekriegt. Shift-Rechtsklick. Ganz viel Glitzer und Glibber ist wieder reingeflogen. Weg, 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 weg. Was haben wir hier gekriegt? Eine Bitter Lemon. 10% maximal Leben weg. 30 Sekunden zum Walltime. Ja, gut, brauche ich. Also, würde ich jetzt nicht auf Vorrat mitnehmen und sowas. Aber wir haben halt jetzt hier die Vaults. Dann habe ich eigentlich noch Equipment. Ja, das liegt aber hier so drin. So, wir können wieder Sachen identifizieren. Wir gehen hier mal komplett durch. Want ist für Offhand, aber das ist mir egal eigentlich. Wall Chestplate. Ist die besser? Nee, zwei Armor weniger? Nein, schlechter. Warum ich krieg immer noch schlechteres Equipment als von damals.